Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update und ich verspreche euch jetzt schon, es sind die geilsten News, seit es Apex Legends gibt oder ein bisschen kurz nach dem Release von Apex Legends, könnte man fast sagen, es wird am 29. ein Event geben. Es nennt sich Genesis Collection Event, ist nichts Neues, zumindest der Release am 29. um sicherlich 19 Uhr, aber der Inhalt wird uns alle vom Hocker hauen und als ich das heute gesehen habe, den Trailer, dachte ich traue meinen Augen nicht. Wir werden für 2 Wochen Kings Canyon Original Season 0 bekommen. Wir bekommen Season 3 Original World's Edge für diese 2 Wochen. Wir bekommen eine neue Arena-Map. Fest nichts mit dem Event zu tun. Das Einzige, was eventspezifisch besonders ist, jede Stunde bekommen wir Skulltown als Arena-Map. Und danach ist Skulltown in der ganz normalen Map-Rotation für immer im Arena-Modus mit drin. Es wird der absolute Wahnsinn. Es ist, wie gesagt, ein Collection-Event. Es wird ein Erbstück geben. Es ist das Revenant-Erbstück. Ich zeige euch den Trailer. Es gibt eine Menge Patch-Notes, die trage ich euch noch vor. Die zeige ich euch auf der offiziellen EA-Seite und übersetze euch das grob. Ich gehe aber nicht auf alles ein. Die ganzen Bugfixes und so ein bisschen das, was nicht so besonders ist. Das lasse ich einfach außen vor. Ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer und danach gibt's die Patch Notes. Get ready. This one's ours. Fire's dead. Just got one more and I'm good. Got this, Nita. Warranted. Go back to boot camp. Fangen wir direkt mit den Patch Notes an. Natürlich, Kings Canyon wird hier geschrieben. Returns. World's Edge Season 3 zurück. Es ist alles zurück, was wir uns so sehnlich gewünscht haben. Skulltown comes back to Arenas steht da. Und hier steht dann auch, hier unten, das ist das Interessante, dass während des Events stündlich Skulltown verfügbar sein wird. Hier werden ein paar Belohnungen gezeigt. Natürlich nicht alle. Die lasse ich auf jeden Fall mal noch durchlaufen. Ein paar Skins sehen auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Dieser Revenant-Skin, richtig edel. Und wie gesagt, das Erbstück ist natürlich der absolute Wahnsinn. Es gibt wieder einen Reward-Tracker. Wir können wieder 5000 Punkte erarbeiten. Was gibt es denn alles? Wir haben einen EVA-8-Skin bei 5000 Punkten. Wir haben einen Charge-Rifle-Skin, einen Watson-Skin, einen Waffen-Charm. Das ist die Maske von Wraith. Passend dazu bei 1500 Punkten einen Nessie-Charm. Dann haben wir für 1000 Punkte noch einen Charm, für 500 Punkte noch einen Charm und so ein bisschen Kleinkram. Nichts Besonderes. Was gibt's Neues noch? Das ist das Erbstück. Wir lassen die Animation mal durchlaufen. Also meine Fresse, es ist wahrscheinlich optisch das geilste Erbstück, was es gibt. Ohne Scheiß. Also ich fand bis jetzt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ist optisch euer Favorite Erbstück. Bis jetzt war meins Caustic, auch wenn ich Caustic überhaupt nicht mag, aber das Erbstück ist einfach optisch das geilste gewesen. Aber ich finde, die Sichel ist doch der absolute Wahnsinn. So, wie gesagt, Collection Event, wenn wir wieder die ganzen Packs 24 an der Zahl durchpayen, bekommen wir das Erbstück.
kostenlos, wenn man das mal in Anführungszeichen setzen darf. Kommen wir jetzt aber zu den Patch Notes, die sehr, sehr interessant sind. Wir bekommen einen Nerf auf Octane, das Jump Pad bekommt eine höhere Cooldown, wird von 60 auf 90 Sekunden angehoben. Ich kann die Änderung verstehen, weil Octane zurzeit einer der am meisten gepickten Legenden ist und du merkst, ja, es ist eine Tatsache. Ich glaube, ich muss es nicht groß erklären. Revenants Hitbox wurde ein klein wenig verkleinert, ist aber, glaube ich, nicht so groß der Rede wert. Das war aber schon lange bekannt. Stalker wird tatsächlich so gebufft, wie ich es fast zumindest mal erzählt hatte. Er bekommt kein Infinite Climb, also unendlich klettern, aber er kann gefühlt extrem hochklettern. Und es gibt ein kleines Video, das habe ich jetzt aber hier nicht vorbereitet. Ihr kennt auf World's Edge die Baustelle, wo man so einen Fahrstuhlschacht hat, der so gläsern ist. Den schafft er komplett von unten bis oben hochzuklettern. Das ist extrem heftig. Der Silencer, die Cooldown wird von 20 auf 15 Sekunden reduziert. Und der Totenschutz im Totem wird um 5 Sekunden reduziert, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Sollte ich hier vielleicht irgendwas falsch interpretiert haben, sorry dafür, berichtigt mich gerne, bin ich überhaupt nicht böse. Lifeline bekommt ebenfalls einen kleinen Nerf. Ihre Hitbox wird ebenfalls ein Stück weit vergrößert, aber hauptsächlich hier Unterkörper. Also auch nichts Besonderes. Bloodhound bekommt, kann man das Buff und einen Nerf nennen? Naja, ein Buff und ein Nerf. Der Scan breitet sich jetzt in 3 und nicht mehr in 4 Sekunden komplett aus. Und die Ulti hält jetzt nur noch 30 Sekunden, nicht mehr 35 Sekunden. Unangetastet bleibt natürlich, wenn wir einen Gegner während der Ulti töten, verlängert sich das trotzdem jedes Mal. Ich glaube, es waren 5 Sekunden. Watson, keine Ahnung, was das für ein Blödsinn ist. Die kann irgendwelche Nessies schmeißen, gehe ich gar nicht drauf ein. Absoluter Schwachsinn. Also nichts Besonderes, hat nichts. Hier steht Major Buff. Ist kein Buff, ist einfach nur so ein Emote, Ground-Emote-Gedöns mit irgendwelchen Nessies. Also nichts der Rede wert, werde ich nicht weiter drauf eingehen. Die P2020 wird gebufft. Feuerrate wird von 6,25 auf 7 Schuss pro Sekunde erhöht. Standard-Mag von 12 auf 14, von 14 auf 16 das Weiße, das Blaue von 16 auf 18. Und das lila Mac von 18 auf 21. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache. Und die Spitfire wird ebenfalls nochmal genervt. Erhöhte Streuung aus der Hüfte. Auf jeden Fall extrem wichtig. Die 30-30 Repeater bekommt einen Buff. Eine geringfügige Erhöhung der Projektilgeschwindigkeit hat die Waffe auf jeden Fall bitter nötig, wie ich finde. Und reduziert die Aufladezeit von 0,5 auf 0,35 Sekunden. Ich glaube, das ist pro Kammer, also pro Kugel, die du einzeln nachlädst, dauert es jetzt 0,35 Sekunden. Ja. Und die Longbow bekommt noch einen kleinen Buff. Der Grundschaden wird von 55 auf 60 erhöht. So, hier wird nochmal die Arena als solches vorgestellt. Und es gibt auf jeden Fall noch ein paar Preisänderungen. Ich lese die jetzt nicht einzeln durch, einzeln vor. Es ist eine Menge. Ihr seht das selber. Einige Waffen wurden vom Preis ein Stück weit reduziert. A, beim Kauf und B, wenn du sie upgradest. Und geringfügig wurden einige auch teurer gemacht, was jetzt aber nicht dramatisch ist. Zum Beispiel der Arkstar wird von 100 auf 125 kosten oder der goldene Backpack von 250 auf 300. Ach nee, es war die Ulti, die 300 gekostet hatte. Da war ich mir jetzt nämlich nicht so sicher. Und es gibt noch ein paar Preisänderungen auch bei den Ultis. Wie gesagt, das ist, finde ich, arena-technisch tatsächlich nicht ganz so spannend. Ansonsten drückt kurz Pause, wenn ihr das sehen wollt. Aber ich spare mir jetzt die Zahlen hier vorzulesen. Es gibt ein paar Arena-Balances, Changes. Ebenfalls meiner Meinung nach nicht das Spannendste. Ich zeige euch auf jeden Fall mal eine richtig geile Änderung. Es wird jetzt in der Arena ein Leaderboard geben, so eine Art Leaderboard, dass wenn ihr ins Pausen- oder ins Map-Menü geht, dann seht ihr, wer wie viele Kills hat. Sowohl deine Teammates und auch deine Gegner kannst du sehen, wer da gerade Spitzenreiter ist und so weiter und so fort mit dem Damage und mit den Kills und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Nichts Wichtiges, aber nice to have auf jeden Fall. Und man kann jetzt Spieler melden. Hier steht aber nur mit der Space-Taste oder mit der Y-Taste. Ich gehe mal davon aus, dass es dann bei der PlayStation
eine andere Taste sein wird. Hoffe ich mal. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann aussehen wird, weil bis jetzt sieht es nur so aus, als wäre es PC und Xbox. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schade. Was haben wir noch? Wir haben in Runde 3 in der Arena oder ab Runde 3 jetzt immer in unserem Inventar zusätzlich noch eine Schildbatterie. Das Care Package wird, ich glaube, in jeder Runde 5 Sekunden früher kommen, damit es mehr Bedeutung im gesamten Match bekommt und die Care Packages teilweise nicht ganz so außer Acht gelassen werden, weil das oft scheinbar in Arenas der Fall war. Und das Level 6 Sniper Scope kann man jetzt ab Level 1 schon upgraden, beziehungsweise Level 1 kann man das schon ausrüsten sozusagen. Auch noch eine nette Quality of Life Änderung, dass man den Status der Ladezeit seiner ultimativen Fähigkeit jetzt pingen kann, sowohl bei 100% oder eben bei wie viel Prozent man gerade ist, ist eine geile Sache. Und man kann seinen Teammates jetzt mitteilen, wenn man an einem Replikator hängt, damit die Leute checken, oh, der bastelt sich gerade was zusammen. Es kann ja sein, dass du deine Teammates gemutet hast oder, und die kriegen das nicht richtig mit. Dann kannst du dich da jetzt bemerkbar machen, wenn du was bastelst, sodass deine Teammates entweder warten oder sie es einfach trotzdem lassen und es ignorieren. So, Ladies and Gentlemen, das waren alle Patch Notes. Das waren alle Informationen, die wichtigsten zumindest, die es zu diesem Event zu erzählen gibt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht für übel, dass ich nicht alle Patchnotes vorgelesen habe. Ich finde es immer wichtig, dass es die wichtigsten Sachen sind und nicht wirklich jeder einzelne Fetzen. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Lasst mir für dieses Video einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich freue mich auf nächste Woche Dienstag und lasst mich in den Kommentaren unbedingt wissen, was ihr von dem Event haltet. Das wird auf jeden Fall der absolute Megakracher. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal rein. Ciao.